Eva Benetatu im Baby Talk. Wie kommt die ehemalige Bachelor-Kandidatin als Single-Mom zurecht? Im Juni 2021 dreht sich das Leben der Reality-TV-Bekanntheit um 180 Grad. Ihr Sohn George Angelos erblickt das Licht der Welt. Seit der Geburt kümmert sich die stolze Neumama weitestgehend alleine um ihren Nachwuchs. Denn bereits während der Schwangerschaft trennt sich Chris Breu, der Kindsvater, von ihr. Mittlerweile ist ihr Spross schon 8 Monate alt. Doch wie läuft es inzwischen bei der alleinerziehenden Mutter? Darüber spricht Eva nun mit Promiflash. Mama sein ist, finde ich, sehr, sehr besonders. Also es ist wunderschön. Es ist, glaube ich, das Schönste, was es auf der Welt gibt. Aber es hat natürlich auch seine kleinen Hürden, sage ich mal. Die Ex-Flugbegleiterin kommt in ihrem neuen Alltag meistens gut zurecht. Trotzdem kämpft sie hin und wieder noch mit Schlafmangel. Insgesamt, wenn ich wirklich meinen Schlaf nach ihm richte, wenn ich dann halt komplett, sag ich mal, auch um 9 Uhr abends schlafe oder um 8, dann kriege ich genug Schlaf. Also vielleicht so 6 bis 8 Stunden. Doch meistens nutzt die Influencerin die Zeit lieber, um sich um den Haushalt zu kümmern. Da kommt es schon mal vor, dass sie um 12 Uhr nachts noch ihre Wäsche wäscht. Der kleine George entwickelt sich jedenfalls prächtig, was die 29-Jährige natürlich total stolz macht. Und das Besondere ist halt, dass ich jeden Tag was Neues mit ihm so entdecke, eine neue Entwicklung da ist. Er hat jetzt am Wochenende, hat er Mama gesagt. Und er kann sich auch schon äußern, so dass er was essen möchte. Ne? Das Mom kann er auch. Er klatscht mit den Händen. Evas Sohnemann ist total aktiv und macht sogar zusammen mit seiner Mutter Sport. Doch die Neugierde des Kleinen führt ab und zu auch zu brenzligen Situationen. Einige sehr gefährliche Situationen gab es, da hat er den Kleiderständer, den ich eigentlich an der Haustür stehen hatte, wo alle Jacken drauf waren, hat er an die Jacken gezogen und der Kleiderständer ist runtergefallen und wirklich ganz nah an seinem Kopf halt dran vorbei. Und das hat, ich war so schockiert, ich bin so durch meine Wohnung gerannt und ich dachte, um Himmels Willen, wenn er das jetzt auf den Kopf kriegt, haben wir sofort natürlich gesichert, ne? Gar keine Frage. Im Alltag bekommt die gebürtige Griechin viel Unterstützung von ihrer Mutter. Also dafür bin ich so, so, so dankbar, weil sie hat natürlich auch nochmal eine extra Erfahrung und die Omas sind zweimal Mama, sagt man im Griechischen. Auch ihr Ex-Verlobter scheint sich mittlerweile mehr um seinen Nachwuchs zu kümmern. Wir sind Eltern und wir sind auf einer guten Basis. Trotzdem sehnt sich die einstige Sommerhausbewohnerin hin und wieder nach einem neuen Partner, der ihr bei der Kindererziehung hilft. Und klar gibt es auch Momente, wo ich mir einfach mal wünsche, dass jemand da ist, der, wo man sagen kann, okay, mach du jetzt mal oder so die Milch geben oder einfach mal kurz beruhigen oder aufpassen oder so. Eines Tages findet Eva bestimmt den Mann fürs Leben. Und sicherlich lässt sie dann auch ihre Fans daran teilhaben.